Freunde, was geht ab? Ich bin's wieder, euer Pascal am Start. Und ihr seht schon hier, ja, mein Fortnite ist das. Und die Kameraperspektive ist schon wieder top. Habe ich super hingekriegt. Na? Stimmt doch. So, ich glaube, Leute, so sollte es für euch reichen. Also, schreibt schon in die Kommentare. Ich weiß, es ist jetzt... Kameraperspektive ist auf jeden Fall toppy. Top, top, top. Okay, Leute. Ich fange gleich an. Also, ich zeige euch meinen Spind. Und ja, dann let's go. Dann schnappe ich hier mal meine Cuties. Okay, ihr seht schon, hier ist der... Den nehme ich eigentlich immer den Skin. Leute, also ihr werdet mich jetzt... nicht mal sehen können. Ich bin dann hier und ja, let's go. So, als erstes, meine Freunde, haben wir diesen Skin auch noch. Den hat man nur, wenn man PlayStation Plus hat. Das heißt, wenn man sich dieses kauft, ja. Und ja. Ihr könnt auch mal reinschreiben in die Kommentare, wie ihr den Skin findet. Also ich finde ihn meiner Meinung nach, ja, also er geht. Es ist ein No-Skin. Es ist, okay, den kann man jetzt nicht sehen, egal. Aber ja, sieht eigentlich schon relativ nice aus. Ja. Der nächste Skin ist der hier. Und zwar auf voller Stufe finde ich relativ, also sehr nice. Gerade mit diesen Blitzen und allem. Mit allem rum und ran hier. Aber ich spiele am meisten den da. Weil der sieht irgendwie schon sehr nice aus. Dazu passt auch ein bisschen der Umhang, aber hierzu passt er gar nicht. Weil es ist ja schon Umhang da. Und ja. Deswegen. Und den habe ich übrigens nur auf der dritten Stufe. War türkis. Ja. Nächste wäre dann die hier, das wäre, achso, dieses Bandana, achso, Bandana nicht, sondern dieses eine Tuch. Okay, Leute, der nächste Skin ist dieser Lama-Skin, aufgesattelt. Ja, dazu gibt es auch extra so ein Emote, kann ich euch mal kurz zeigen. Ja, dann kann man, das Emote kriegt man dafür auch. Zack. Und der nächste Skin ist dann der hier. Der ist schon sehr nice. Den soll ich mal nehmen, Leute. Ich glaube, ich nehme den mal. Der sieht relativ nice aus. Dann Flügelmann. Der ist schon selten. Es war mal ein Starterpack. 600 Rebucks. Und der Skin noch. Und ja. Ja. Hat man sich für 5 Euro gönnt. Eigentlich wäre der kostenlos, weil 100 Rebucks, also 500 Rebucks sind ja 5 Euro. Das heißt, ich habe für 5 Euro gekauft. 100 Rebucks kostenlos noch dazu und noch ein Skin. Und der nächste Skin, auch noch von Season 5, ist der hier. Ja, das geht. Rambock, ja. Der erste, also meiner Meinung nach, der erste gelungene Militärskin. Rock, ja, ja. Für Mädchen, ja, also ich finde ihn jetzt nicht so nice. Ganz ehrlich. Der benutze ich eigentlich sehr selten, eigentlich gar nicht. Weil den finde ich hier auch, ja, wie soll ich sagen, bisschen zu overpowered. Ja, könnte man nehmen. Ja. Könnte man wirklich nehmen. Ja. Okay, Leute, das waren jetzt alle meine Skins. Und ja, ich habe zwar keine gekauft, aber ich komme mal. Zuerstes komme ich zu den Umhängen. Also ganzen Sachen hier, die kennt ihr alle, das für links da. Da. Full Party Funker, blauer Turbo, Wuffel, Nachtschock. Ja.
Nee, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Und dann noch dieses Märchen-Ding. Spitzhacken, ja, eigentlich normal. Ja, am meisten nehme ich die hier wegen dem Licht auch. Ist auch so eine Axt. Hier, meine ganzen Dinger. Das. Und hier die unten. Okay, nun kommen wir zu den Lichtstreifen. Ja, die sind jetzt ja nicht so besonders. Ruhen, Düsen, Eiskristalle, Glitchensystem. Den finde ich schon ziemlich nice. Laternen und Toilettenpapier. TP. Und jetzt kommen wir zu, ja, wie soll ich sagen, zu den Emotes. Habe ich am meisten davon. Also wir gehen damit. Basketball, das. Ich gehe das mal schnell aus durch. Wir haben irgendwas schon mit 6,5 Minuten. Bel Air Ear. H ist schon ein bisschen selten, aber ja. Ja. Hier, da gibt es noch die alle hier. Das kennt man ja. Monitor, Pencil. Ja, und das waren eigentlich alle davon. Hiervon, das sind die Standard, das sind hier die Battle Royale von mir. Ja, ist jetzt auch nicht so viel Farben. Also hat man ja. Habe ich eigentlich nur das, mit zu blank. Und dann noch hier die ganzen Ladebildschirme. Das. Und Freunde, bitte, bitte hatet mich nicht. Ich habe gerade mal 4 Abonnenten und ich will wirklich mal ein guter YouTuber werden. Also bitte hatet mich nicht. Und das war eigentlich auch schon mein ganzer Spind. Ich habe auch einen Freund, ein YouTuber ist das auch, der heißt IdiotenTV, der hat so eine Müsli irgendwas als Profilbild, so Müsli, keine Ahnung. Ja. Und Leute, das war mein Spind. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Dann bis zum nächsten Mal und ihr könnt mich auch gerne mit mir spielen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.